Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Wolfenstein 2, den New Colossus, mit mir, dem Jendrik, beziehungsweise Nebo. Joa, wir sind bei Max Haas und einem geilen Schwein. Oh, man kann ja nicht rüber. Okay. Was ist das denn? Das sieht aus wie Tomaten? Tomaten, oder? Würde ich jetzt behaupten, weil da so ein grünes Ding so ist und die so rot aussehen, aber die sehen voll verschimmelt aus. Vor die geile Disco-Kugel hier. Max Haas. Schweinchen. Das Schwein streicheln. Oh. Siehst du traurig aus, Mädchen. Schwein. Oh. Füttere Rosa. Mal schauen, ob ich ein paar Kartoffeln für die Sau finde, um sie glücklich zu machen. Okay. Kartoffeln wären ja wahrscheinlich in sowas wie. Tja. Kann man sich hier gucken, was es hier so gibt. Ach du Scheiße. Die Werkstatt wahrscheinlich nicht, ne? Kann man noch die. Gibt's doch mehrere Etagen doch, oder? Hm. Moment. Chaos. Jeder mit schweren Waffen mit dem Hammergewehr töten. Achso, das kommt automatisch. Achso, das ist praktisch. Dieselkraftwerk. Ach, schaut so krass aus. Züge for Kids. Nice, erstmal ein bisschen nähen, sagst du. Was steht da? Kann ich lesen? Rutler oder Butler? Butler Strom 93. Butler. Krass, ein Bär. Schon wieder Swing for Kids. Die haben es in dem Buch, aber. Wow, wir haben in unserem eigenen Zimmer keine Fotos oder irgendwas, was wir angucken können, wo man sich eine krasse Erinnerung oder so hat. Polski! Tatri wie moim Serku. Da weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Tatri wie moim heißt bestimmt was wie mit. Wer ist bestimmt für mit oder so. Hier waren wir schon bei ihm. Echt groovig, die Musik, Cap. Ist so, Bruder. Ist. Oh, hat er hier einen Kranich? Was? Aber ich will jetzt das Schwein füttern, wie geht das? Bin ich jetzt hier oben? Ist das hier was anderes? Oh, guck mal, hier ist ja noch voll viel, die war ich noch gar nicht. Zentrale. Hallo, Captain. Bla bla. Club Wiesenau. Ach, Scheiße. Echt eine Partymeile hier oder was? Ja, hallo, Captain. Ja, hi. Wie geht's Ihnen? Alles gut, aber. Bleiben Sie stark. Das Buch der Zukunft enthält viele. Warum die alle diese komischen Ohrteile an? Aber der Typ kommt mir bekannt vor, wie so ein Schauspieler oder so ein YouTuber oder so. Vater Jacques Brief. Wow, diese Grafik wirkt äußerst realistisch. Nee. Bin ich wirklich im Spiel? Flucht aus Wolfenstein.
Wie geil ist das denn? Boah. Na, oh, ich muss deinen Hund töten. Ja. Ach nein. Wolfenstein 3. Wolfstone 3D. Out of order, yes we can. Flipper. Okay. Cool. Salut. Francine Delacroix. Sie haben große Schmerzen. Hol Platz. Das frisst sie von innen auf. Ist das so? Auf Wiedersehen. Hey, war doch halt irgendwas. Töten oder getötet werden, Monsieur. Wenn ich Sie sehe, sagt die Stimme mir, dieser Mann ist der größte aller Killer. Bon. Außer, ob ich gerade gegen das Mikro gekommen. Ganze Konzeptart, ach du Scheiße. Scheiße, sieht ziemlich geil aus. Was die Scheiße geil aus, wollte ich sagen. Ich sieht scheiße aus. Cinema. Kantina, gibt's in der Kantina dann nicht vielleicht auch was zu essen für dieses Schwein? Erdnussbutter? Erdnussbutter. Wow. Das wäre so ein Ami-Ding, ja. Ich finde Erdnussbutter so. Kopf hoch, Kapitän. Ja. Das Regime hat die Oberhand, aber es gibt noch Hoffnung. Sie, Boldo, haben Sie den zweiten Abgasfilter von Hass 2 gefunden? Natürlich, natürlich. Boldo hält immer, was er verspricht. Alles in bester Ordnung, Captain. Ist nix. Wow. Schön, Sie zu sehen. Liebster Captain. Kartoffeln nehmen. Kartoffeln nehmen. Oh Gott, wie viele Kartoffeln haben wir denn hier? Wir haben doch was zu essen, wenn hier so viele Kartoffeln liegen, oder? Das sind Schweinekartoffeln? Ich weiß es gar nicht. Kein Durchgang, okay. Ja, es wird scheinbar gerade eine Folge, wo wir da rumlaufen. Lesen halten. Okay. Anfrieds Brief. Alter, was gibt's denn alles für Dingens? Wie viele News hier? Welt verurteilt Mord an General Strasse.
Okay. Liegt tausend Sachen rum. Oh, okay. Season Pass, aha. Oh. Das interessiert mich nicht. So Minigames interessiert mich in solchen Spielen irgendwie nie. Zum Lesen halten. Ah, da sind so viele Nachrichten in dieser kleinen Ecke hier. Angenehm, Captain Blaskowitz. So, hier ist jetzt das Schwein. Schwein füttern! Oh, Max. Okay, Schweine fressen Scheiben. Ach, hier ist noch Banane. Bitte rosa. Nice. Das schaut auch cool aus. Eigentlich alle sehr cool aus. Oh, hi. Oh, krass. Alter! Du willst Fangen spielen, was? Das habe ich jetzt schon ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ja, hä? Ach so. Seth muss mit seinen Experimenten etwas vorsichtiger sein. Ist so, Rudi. Waffenkurs, aber das finde ich mal immer langweilig. Ich weiß, ich muss wohl dran teilnehmen, oder?
Ich glaube, das Richtige ist, was ich tue. Edward. Das war's jetzt wieder? Kommen wir zurück oder was? Das ist irgendwie ganz schön lame. Hey. Mal sehen, wie sich der alte Mann da schlägt. Es gibt noch viel zu tun. Hi, Captain. Ja, hi, Captain. Ist okay, ich hab's verstanden. Captain? Alter. Sprech mich doch nicht 120 Mal an. Captain? Das sind verschiedene Dinge, ganz okay. Da sind sie ja, Riese. Wie war meine Schießanlage? Scheiße. Nee. Gut gemacht, Junge. Sie haben es einfach drauf. What the fuck? Herr Blaskowitsch, Ihre Frau Anja? Sie hat nach Ihnen gesucht. Oh, ja. Anja hat Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Sie ist in Carolines Zimmer. Kennen Sie die Käfer, Herr Set? Ja, wie bitte? Mond, Mond, ja, ja. Vereint wir sind, die Band, die Käfer. Haben Sie deren Musik schon mal gehört? Musik? Wollen Sie, dass mein Kopf explodiert von dieser sogenannten Musik? Sie können gut singen. Ja, ja, können Sie. Und Sie sehen gut aus. Oh, natürlich. Das ist doch nicht schlecht, oder? Nein, ist nicht schlecht. Johann mag ich am liebsten. So geheimnisvoll. Oh, sehr geheimnisvoll. Ich erinnere mich an die Liebe. Ganz vage. Das ist nur Fantasie. Mutter mag keine Fantasie. Sie hat meine Hochzeit schon arrangiert mit dem Sohn des Leiters der Geheimpolizei in Berlin. Das ist fantastisch. Nice. Ich weiß kaum was über die Gestapo. Dass er viel schwitzt. Immer Golf spielt und nach Zwiebeln riecht. Ich hasse Zwiebeln. Ihre Mutter hat Ihnen doch jetzt nichts mehr zu sagen, oder? Sie können sich auf romantische Abenteuer einlassen. Tun Sie es einfach. Ja. Das stimmt wohl. Mond, Mond. Ja, ja. Mädchen, tun Sie mir einen Gefallen und... Mond, Mond, ja, ja, vereint wir sind unter dem großen Forscher. Mond, Mond, ja, ja, vereint wir sind unter dem großen Forscher. What the fuck? Oh Gott, oh Gott. Tut mir leid. Okay. Hinter an der. Ja. Da weiß ich ja, wo die ist, aber. Zur irgendwo in dieser Zentrale. Wo war die? Das ist das Schwein. Captain. Hi. Wie ist sie? Gisela. Ist die Kantine? Wo war denn nochmal die? Anja reden. Oh, William. Ich kann sie immer noch hier riechen. Ich habe Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Ich kenne ihren Aufenthaltsort. Redest du für mich mal mit Wyatt? Ich wollte was von ihm, aber er kommt nicht aus seinem Zimmer. Wir müssen alle versammeln, um den nächsten Schritt vorzubereiten.
Wir haben New York fast erreicht. Okay. Wenn das so ist, ist das wohl so. Wie soll ich ihr beibringen, dass ich Ihnen bald folge, Carolina? Dass sie zusehen muss, wie ich dahin sehe. Aber vielleicht weiß sie es ja schon. So wie ich. Enigma-Terminal. Warum ist ein Enigma-Terminal, wo ich Sachen dechiffrieren könnte, aber warum? Da kann ich nicht hin, oder? Na, ich kann das nicht runterholen, ne? Dieses komische Dingensbummelsteil da oben. Das heißt also, ich kann da noch nicht hin. Oder kann ich da hochklettern und darüber springen? Ich meine, drauf bin ich, aber ich kann das hier noch nicht benutzen, ne? Scheint nicht so. Sprich mit Wyatt. Hallo. Hi. So weit noch mal. Einen drunter, ne? Stimmt, das war der Boy. Ich hier ein weiterer war noch da. Okay. Wie läuft's, Cap? Ich bin durch mit Carolines Notizen. Die New Yorker Widerstandsgruppe versteckt sich ganz oben auf dem State Building. Seth? Ja? Ich schätze, in der großen Höhe ist die Strahlung auszuhalten? Ja. Jedenfalls können wir da nicht einfach mit unseren Regime-Hubschraubern hinfliegen, sonst holen sie uns runter. Können wir den Kontakt wieder aufnehmen, ihnen sagen, dass wir kommen? Ich habe nachgesehen, aber in Carolines Notizen nichts darüber gefunden, wie man sie kontaktiert. Dann müssen wir wohl zu Fuß dort rein. Uns persönlich vorstellen. Zu Fuß? Die Stadt ist noch vom Niederschlag durch die Atombombe des Regimes verseucht. Ich meine, die Strahlung wird ohne Schutzanzug tödlich sein. Also hier. Diese Rüstung hier schützt vor Radioaktivität. Dann sind Sie hier wohl allein. Wie sonst ja auch. Bombarde kannst du ihn bringen? Ja, natürlich, Boss. Kann ich helfen? Fünf Grad Backbord und dann weiter, geradeaus. Sie haben's drauf, Mädel. Hey, Großer. Pass auf die Krokodile auf. Krokodile? Krabbeln unter New York nicht lauter Krokodile rum? Keine Ahnung, ich bin aus Texas. Großer Gott. Alter, die Musik, ey. Ich wollte einfach nur mal wissen, was im Wasser ist. Nichts zu looten und gar nichts. Ganz subtil beleuchtet, wo man reinlaufen muss.
Okay. Gehen wir mal hier rein. Ach so. Mit so ein Zufall, dass hier aber auch so ein Ding ist. Ups, so voll. Dieser Luke lässt sich bestimmt von innen aufsprengen. Edward. Oh, die machen es aber echt. Ja, okay. Cap. New York, really? Cap, die Verbindung ist schlecht. Gehen Sie durch die Stadt bis zum State Building und achten Sie auf. Danke. Oh Mann, mein Kopf. Oh, mir ist ein bisschen schwindelig, Cap. Achten Sie auf die Suchtrupps des Regimes, wollte ich sagen. Das ist also New York, ja? Nicht New York, es ist New York. Hey, da ist ein Flugzeug. Und was hier sonst noch so rumgammelt. Und Schiff. Wo müssen wir überhaupt hin? Da, oder? Da, ja, da glaube ich. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir machen uns dann in der nächsten Folge auf hier durch und gucken mal, was so passiert. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.